Da ist auch ganz viel drin im Heli, das gucken wir uns gleich an. Auch Building Materials, beeil dich, ich will hier nicht rausgeschossen werden. Mhm. Wir haben gerade alles, was wir brauchen. Flieg los. Ja. Wir wurden beschossen. Ja. Yeah, neue Waffe. Und Mucka. Hallo. Ja, wir spielen DayZ Overpoch. Wurde sich mal gewünscht. Eine Mischung aus Overwatch und Epoch. Soll wohl interessant sein. Hat viele neue Waffen, Sachen und so. Also ist wirklich eine hundertprozentige Mischung aus Overwatch, was ja eher so PvP-mäßig angelehnt ist und Epoch, also mit Basebuilding und Tradern und so weiter. Ja, wir spielen auf einen Among the Dead Server. Läuft ganz gut bis jetzt. Wir sind in Cherno gerade. Genau. Mucka hat sich schon die Waffe da geschnappt. Dann schaue ich mal, dass ich jetzt auch noch eine kriege. Genau. Wir haben auf dem Server, glaube ich, schon mal Epoch sogar bei dir gespielt. Und die Server selber sind gut. Oh, da kommt einer mit einem Fighter lang gefahren. Oh. Wo ist der hin? Der ist weiter. Wir müssten da vorne diese Zivilbauten geben. Diese normalen Zivilhäuser. Die können wir mal durchsuchen, ob wir noch eine Waffe für dich finden. Oh, schieß drauf. Auto. Wow. Oh, der hat mich angefahren. Ja, mich auch. Fuck. Okay. Zu spät gesehen. Nein, der Zombie überlebt alles. Aber ich hab genug Medics dabei, dass wir das überleben. Also kein Problem. Ja, wir waren ja eben im Krankenhaus. Guter Start. Ja. Ich hab dir einen Bloodpick gegeben. Sehr gut, ich dir auch. Genau, also Overwatch ist ja eher PvP, also hier wird wahrscheinlich auch viel PvP stattfinden, vor allem wegen den ganz neuen Waffen. Was ich auch toll finde, sind die ganzen neuen Sounds, man hört es jetzt vielleicht sogar schon beim Laufen oder bei den Waffensounds, alles ist irgendwie neu. Ja, viele mögen das ja nicht, ich lese öfters mal in Kommentaren jetzt, einfach PvP geht gar nicht, ist ja nur noch PvP. Klar, das ist fast nur noch eine Militärsimulation mittlerweile. Eigentlich kann man schon fast wieder Arma 2 nennen, nur mit Zombies. Aber ich finde es trotzdem cool, weil es ja diesen Survival-Aspekt hat und halt viel PvP. Und ich finde halt für richtiges Survival ist die Standalone da, so gesehen. Genau, also. Ich finde das nicht schlimm jetzt. Also ist Geschmackssache natürlich. Ich finde vor allem Epoch ist so mehr PvP, weil es halt mit diesen Basen bietet sich das einfach so an. Genau. Aber ich finde das nicht schlimm. Also ich finde Survival-PvP ein bisschen spannender sogar. Wobei, wenn ich dann halt wirklich Bock habe auf richtiges PvP, dann spiele ich halt, wenn ich Bock habe auf richtiges Survival, spiele ich halt die Standalone, finde ich halt. Genau. Dafür bietet sie sich halt gut an. Finde ich ja nur Pistolen, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt auch nur einen Revolver. Guck mal, wir haben im Norden haben wir so ein komisches Feld. Ja. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ganz im Norden. So ein vielleicht die Admin-Base, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Stardy und schauen mal, dass wir da irgendwie so ein Auto zusammen kaufen. Dann würde ich sagen, machen wir uns los nach Stardy. Okay. Da haben wir eine Pfütze, können wir eben trinken. Ging das hier? Ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Mod ging oder ob das in der Standalone. Also ich habe eine Wasserflasche, die konnte ich auf jeden Fall auffüllen. Ich weiß nicht, ging das? Ich glaube, das ging doch immer, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall die Wasserflasche, wenn du was trinken willst. Okay, ja, passt. Ich mache dir den Rucksack. Und es gibt noch eventuell, haben wir eine Toolbox? Wir haben eine Toolbox. Da können wir ein Bike deployen. Ah, oh, nice. Gut. Ich hätte mal vorher gucken sollen. Kann ich stimmt, gucken, weil bei den, es gibt noch so einen Mod, damit kann man nicht mehr Bike. Oh Gott, ich habe das jetzt hier irgendwo aufgebaut. Nein, bitte fahr nicht nach unten, okay. Ich bin extra nur hochgelaufen. Was jetzt ist das hier? Eine merkwürdige Base gebaut. Sehr durchdacht. Ich fand die Leitern gut. Ja. Ich würde sagen, wir fahren quer auf Stardy zu, weil da gibt es auch ein Geschäft, wo man noch ein bisschen looten kann. Ich werde zum Shop fahren, also zum Supermarkt und werde dann mal gucken, ob man da vielleicht was findet, was wir verkaufen könnten. Dann kannst du ja schon mal schauen, ob wir vielleicht eine Waffe oder so kaufen könnten. Oder ob es hier überhaupt neue Waffen gibt. Ja. Oh ja, hier gibt es vieles. Ganz Overwatch, also richtig sortiert nach Overwatch-Waffen und den alten Waffen. Alter, Shotguns K98K, was eine Waffe, Alter.
Also so ein altes, sieht aus wie so ein alter Rapazierer, so ein ganz langes Gewehr. Bisschen wie die Mosin irgendwie. Nur irgendwie okay. Fetter, also sieht ziemlich geil aus. SKS gibt's hier. Sniper Rifles, ja, gut, die kennen wir. Ah ja, Overwatch Sniper. SV-98. SVU. Alter. Oh, es gibt einfach so viele neue Waffen. Oh mein Gott. Mama. Hier ist leider Essen und Trinken genügend, aber keine Mountain Dews. Einfach so viele DMR-Versionen. Alter, das sind, okay, das sind einfach so viele Scheißwaffen. Okay, die meisten. jede Waffe dann nochmal in einem verschiedenen Skin und alles. Oh, hier gibt's Sportscars. Nissan 350Z. Ja, Leute, ich würde sagen, wir kaufen uns ein Auto, fahren ganz schnell zum Nordwest, R4. Ah ja, das ist ja. Was deine Karre? Soll ich fahren? ja, der beste wegen G-Sings natürlich. Links von uns, hinter uns, vor uns eine Base. Überall. Obwohl das links ganz cool aussieht auf diesem einen Sniperberg. Aber ich muss sagen, das kotzt mich jetzt auch gerade an. Es gibt halt nur diese Basen. Vor uns, ne? Kommt ein Auto. Oh ja, bei mir ruckelt's gerade. Ich habe mega Ruckelanfall gerade. Scheiße. Ich sehe gar nichts. Ich sehe gerade die Show. Jetzt. Oh Gott, das ist so. Oh Gott, steig aus. Hinter das Auto. Dickchen. Die haben eine Gun oben drauf. Die machen dann so fertig. Ach, da sind sie schon. Drei Leute sind das. Vielleicht haben die dich nicht gesehen. Kannst du vielleicht um das Auto kriechen? Nee. Die warten nur, bis das Feuer erlischt, glaube ich. Ah, scheiße. Das will ich auch entkommen. Oh, fuck, jetzt sehen sie mich. Ah, oh, fuck. Ah. Okay, wir können ja mit den Fahrrädern, dann können wir jetzt einfach quer einfahren. Also wir müssen nicht auf der Straße fahren. Dann begegnen wir auch nicht unbedingt so ein Full Armored SUV. Ja. Oh fuck. Geht gerade. Ah. Alter, ich höre nur, wie jemand sein Auto aufschließt. Auf einmal fährt hier was los. Und irgendwo fährt hier noch was. Ich bin mitten in der Ballerei, wo du es gerade gesagt hast. Doch nicht so sicher. Du musst schnell zum Auto hinfahren. Gerade durch den Wald. Oh. Hier steht was sehr Feines. Warte mal. Ah, weggelockt. Ein Repair Truck steht hier. Okay. Ich kann mal so random mein Fahrrad halt reparieren. Jo, da steht auf der anderen Seite. Oh, der schießt mich an. Oh, nice. Die Biker-Gang steht hier so. Ich bin nicht mal davor so hin, so ganz cool so. Oh nein! Nein! Oh, guck mal, wie schnell der wegdüst. Ja. Okay, lass mal vorfahren. Ihr wisst, was für eine Waffe die der hat. Ja, sieht interessant aus. Eine Epoch, Overpoch-Waffe. Okay, dann lass uns weiter mal. Yep. Ich bin dort, das ist R4. Wir fahren einfach quer über den Sniperberg. Und hier steht ein Botnik. Oh. Wahrscheinlich locked, so wie wir es kennen. Ja. Guck mal, da ganz oben steht in der Richtung ein Heli. Da könnte natürlich auch eine Base sein. Aber können wir mal abchecken? Ach, da oben. Gar nicht gesehen. Oh, hinter uns ist eine. Oh nein. Was? Ich glaube, das ist diese eine. Ach, Team. Fuck. Shit. Oder der will Freunde. Der will ein Freund sein. Der hatte, glaube ich, der sah aus wie eine Sniper, eine Schallgedämpfte. Ja. Ah, scheiße. Können wir jetzt halt auch schlecht vom Heli stehen bleiben. Aber ich denke, eh da oben ist eine Base, aber. Ich würde es ja mal gerne kurz gucken. Sieht er da? Scheiß drauf. Warte mal ganz kurz. Weggelockt. Okay, weg hier. Weg hier. Aber, oh, jetzt steckt er ab. Er steckt. Scheiße. Schnell durch den Wald. Ja. Wir splitten uns einfach, treffen uns am R4. Jo. Am besten. Oh, scheiße, wir sind wieder nebeneinander.
Wir fahren da vorne durch die Welten, splitten uns da einfach. Wir hoffen, dass wir so. Ja, da hinten brauchen wir uns auch nicht mehr splitten. Theoretisch, also. Doch, doch, komm, wir fahren einfach quer durch den Wald da vorne. Das passt schon. Vielleicht versucht er uns beide zu verfolgen und dann schafft er nur einen. Ja, das ist schon mega asozial. Wow, nein, 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 ich will ihn angehalten. Ja. Oh, der ist wieder hinter uns. Er kommt damit nach. Oh Gott. Okay, weiter. Okay, warte, dann fahr ich ein bisschen weiter links lang und mal gucken, wen der von uns beiden verfolgt. Okay. Ich glaub, nein, der verfolgt mich. Ach Gott, ich kann nicht durch Wälder fahren. Shit. Vielleicht kannst du in der Zeit eine Waffe suchen. Ja. Versuchen einfach dann auf Abstand zu halten. Dann geh du schon mal in die Südbaldacke, dann fahr ich erstmal außen entlang. Hm. Und wenn du sagst, du hast eine Waffe gefunden, dann fahr ich einfach durch den Haupteingang und komm zu dir. Oh nein, hier steht ein Nissan. Ja, lass, okay. Der wird abgeschlossen sein. Ich glaube, die kann man nur kaufen. Geht jetzt immer noch. Oh, der fährt zum Nissan, der fährt zum Nissan. Okay. Jawohl. Meine Chance. Ja, er ist zum Nissan gefahren. Alter, da bist du. Du bist vor mir beim Südsting. Okay, ich fahr, dann lass nach Norden fahren, dann lass nach Norden fahren. Okay. Ich fahr jetzt nach oben, weil der ist hinter mir, der ist ordentlich weit hinter uns. Das war wahrscheinlich gerade die schwerste Entscheidung seines Lebens. Nissan oder andere Spieler? Nissan oder andere Spieler? Der war eigentlich schon so fast 20 Meter hinter mir. Mhm. Aber vielleicht wollte der Friendly spielen. Ja, vielleicht ist er nur deswegen abgeschnitten. Ja, aber mit so einer fetten Waffe auf dem Rücken, da denkt man das nicht. Aber er hat halt auch nicht geschossen. Ich kann mir schon vorstellen, der hatte so ein... Ein oder zweimal die Chance. Osprey. Oh, ist eine Osprey. Oh mein Gott. Hm? Siehst du das mitten auf dem Airfield? Was? Oh mein Gott. Siehst du das mitten auf dem Airfield? Oh nein, die Osprey landet hier. Shit, 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 shit. Oder? Ja, die landet ernsthaft hier. Renn zur Baracke. Wir müssen schnell, ja. Wir müssen schnell Waffen finden. Falscher Eingang, falscher Eingang. Ich nehm die dritte. Okay. Okay, immerhin eine Shotgun. Okay, ja, hier liegt auch ein bisschen was, aber nichts wirklich Tolles. Komm schon, was will ich denn damit? Auch noch ohne Munition. Scheiße, jetzt kommen auch noch Zombies. Ah. Fuck. Ich komme hier nicht raus. Ich schnapp mir jetzt erstmal behilfsmäßig einen Revolver. Damit ich die Zombies hier loswerde. Ich hab einen Mini-Uzi. Ja, die Ospreys sind gelandet. Scheiße, okay. Komm schon, okay. Ah, Gott, hier sind hier noch mehr Zombies. Fuck. Fuck. Ich bin doch mal in die. Okay, okay. Welche bist du? Ich bin in der letzten. Okay, dann gehe ich vorletzte. Ja, eine Shotgun, ja. Besser als nichts. So, hier ist. Habe ich gerade ein Nachtsichtgerät gesehen, das können wir bestimmt verkaufen. Jo. Laufen wir mal in die einzelne Baracke, die hier ist. Hm. Also warst du denn schon in jeder Baracke, oder? Weil ich war in den letzten drei. Okay, dann gehe ich nochmal in die erste. Liegt aber nichts richtig Gutes, ey. Nee, nee. Eine Soldier Clothing habe ich gefunden. Immerhin. Okay, ich komme zu dir. Der Zeiger ist gespawnt, weiß. Oh. Gleich startet der Server neu. Hier ist ein Sniper, eine CZ. Soll ich ihn nehmen? Oder bist du? Nimm du. Nee, nee, nimm du. Okay. Oder möchtest du die Seike haben? Ist mir egal. Kannst du mit der umgehen, mit der CZ? Ja. Dann nimm du sie. Da ist eine abgesprungen. Zwei Leute abgesprungen. Ja, ich sehe es. Leute, ich sehe es, ich sehe es. Jetzt bin ich oben ohne die Sniper-Miste. Hm. Wie lange haben wir noch bis Server Restart? Nicht mehr lange, 3 Minuten. Okay. Der Helikopter landet da. Ja, ich sehe es, sehe es. Kannst du runterkommen? Dann holen wir uns den Helikopter. Das, ja. Ich versuche so schnell wie möglich, aber das dauert ein bisschen. Oh, die machen hier aber eine schnelle Notlandung. Das wird aber so knapp jetzt. Warte, ich bin gerade letzte Treppe außerhalb. Wir müssen halt aufpassen, die Typen sind da ja auch noch, ne? Okay, ich bin im Industriegebiet. Wo bist du? Ich bin vor dem Helikopter. Mhm. Dann warten wir nach dem Server Restart, dann kommt der nochmal an und versucht einzusteigen und so. Genau. Ja, der scheint sich irgendwie instant Altener 4 ausgelockt zu haben. Oder vielleicht in so einer Baracke. Hm. Oder er sitzt. Ah, nee, ist ja gelockt. Okay, ich bin jetzt auch ziemlich nah.
Okay, dann können wir uns die eigentlich ausloggen. Ja. Oder wir gucken. Nee, ist Reset in einer Minute. Also hier lohnt sich nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, ausloggen. Ja, ich bin gleich drin. Okay, ich bin drin. In der ersten Baldacke ist der. Okay. Soll ich schießen? Soll ich schießen? Wenn du kannst, ja. Ja, da kommt er. Ich seh ihn. Wird vermutlich einstellen. Ja, ist drin. Schießt durch die. Nice. Rennen. Okay, wir machen uns eine Taktik, ja? Ich weiß nicht welche, aber ja. Einfach, du steigst ein. Ja. Und du holst den Schlüssel. Okay, okay, warte, dann bleib du da. Ich geh dann wieder in den Wald. Du holst den Schlüssel, oder was? Genau. Lieg du erstmal weg. Okay, sehr gute Idee. Leiche liegt da, hat alles. Okay, ich fliege. Ja. Cannot fire. Das war mein erfolgreicher reicher High-Check. Okay, hol dir den Schlüssel, wir brauchen diesen Schlüssel. So, was sagen Sie seine Kollegen? Soll ich für dich auskunden? Ja. Vielleicht sehe ich es ja zufällig. Ich glaube nicht, dass der Merlin so einfach ist, aus dem Himmel zu holen. Kannst du zur Not ein bisschen weiter höher fliegen? Und sobald die schießen, kann ich das Feuer erwidern. Die Leiche ist frei. Da ist jetzt. Ich sehe niemanden in der Nähe. Doch, ich sehe den. Ich sehe die anderen. Okay, wo? Die sind im Air Control Tower. Soll ich ablenken? Nee. Ja, genau. Die sind ganz weit weg. Wir können die Leiche looten. Okay. Du musst ganz schnell hier hin dann landen. Ich wundere so, dass die nicht auf mich schießen. Die sind noch ganz weit weg. Die sind auch bei der südlichen Baldacke, kann man sagen. Genau, also auf der anderen Seite des Airfields. Okay. Einfach hier so landen, dass du nach Norden guckst. Mhm. Ich schieße eben den Zombie ab und loote dann. So, alle Zombies. Okay, loote. Nehmen alles mit. Hier. Ich bewege mich ein bisschen, damit ich nicht abgeknallt werde. Da ist auch ganz viel drin im Heli, das gucken wir uns gleich an. Auch Building Materials, beeil dich. Ich will hier nicht rausgeschossen werden. Ja. Wir haben gerade alles, was wir brauchen. Ich hab den Key. Und das Lunchband weg nehme ich auch nochmal mit. Ja, aber sonst, wir haben ganz viel im Heli. Steh dich. Okay, flieg los. Ja. Wir wurden geschossen. Ja. Flieg einfach nach Norden. Ja. Okay. Guck mal in den Heli rein. Wir haben eine M14E OTech. Briefcase, Alter, guck mal, wie viele Silverbar, Goldbar, wir sind reich, Alter. Okay, wir haben ganz viele Briefcases. Wir haben okay. 800 Gold. Was? Nee, warte, wir haben 6x 80 Gold. Ja, wir haben 6x 80 Gold. Stimmt. 130 Gold, wir haben richtig viel. Und ich hab noch eine volle Briefcase und wir haben 3x10, also wir haben nochmal 300 Gold da. Ja. Junge, und ich hab nochmal in meiner Tasche, das ist viel Gold. Gold. Oh. Richtig gut. Oh, wir verlieren Sprit, wir haben wenig. Wirklich sehr sau wenig Sprit nur noch. Nee, Alter, der verliert ganz schön schnell Sprit. Dann wurden wir angeschossen. Ja. Ich muss wahrscheinlich gleich notlanden. Ja, ich muss notlanden. Okay. Das schwindet wirklich rasend schnell. Fuck. Kein Problem. Na, vielleicht doch. Also es geht so schnell gerade weg. Ich hab ein Script mit. Okay, wir stürzen ab. Nehmen Briefcase raus. Hab ich. Okay, eject. Fuck! Egal. Wir haben die ganze Briefcase mitgenommen. Ja. Shit. Aber kein Problem, wir haben locker 1000 Gold. Wie viel haben wir? 800 ungefähr, also wir zählen gleich mal. 100. Und wir haben das Beweismaterial zerstört. Können nicht mehr so einfach nachverfolgt werden. Ich hätte noch den Schlüssel wieder einpacken sollen. Okay, kurz in die Tanne. Cannot fire. Was ist eine Hammeraktion? So, Briefcase. Das 480 plus 400 sind
880, 940, 970 Gold haben wir. Ah, das nenne ich erfolgreich. Das war mal ein High-Check, oder? Das war, glaube ich, das Beste, was man hätte machen können. Ja. Wir hätten noch dem so richtig dreckig nur in die Fresse schreiben müssen. High-Check, Bitch. Wir müssen das Ding, das Zeug jetzt halt nur bis zur Trader Zone schleppen irgendwie, ne? Die Frage ist, Moment, wir sind bei 46,22. Nastari, würde ich sagen. Also jetzt zum Airfield würde ich ungern. Wollen wir uns das Geld aufteilen? Weil wenn einer abgeknallt wird, dass wir nicht alles verlieren, ungefähr Hälfte, Hälfte, dann nehme ich die 4-10er-Dinger. Nimm so, dass du 500 Gold ungefähr hast. Jetzt habe ich 10. Ja, ich habe jetzt 480. 460 habe ich, okay, passt. Deploy Bike. So, dann lass uns erstmal einen Wegpunkt machen. Moment. Lass uns mal bei 25 einen Wegpunkt machen im Wald. Dass wir erstmal dahin fahren und dann komplett nur südlich. Alles klar. Ach, schade, dass er ausgelaufen ist. Weil der ging wirklich so schnell runter. Ja, die haben uns wahrscheinlich die Scheiben kaputt gemacht. Ja. Oder du, als du den geheadshottet hast. Wobei. Das könnte auch sein, ja. Weil ich habe mehrmals drauf geschossen. Ich habe zwar das Blut gesehen, aber ich habe zur Sicherheit nochmal weiter drauf gehalten. Alles, was da drin ist. Ich fand so geil, dass wir auch noch im Flug als abgestürzt sind, erst so die Briefcase noch rausgenommen haben. Ich habe schon beim Weg runter, also wo der schon wirklich am Absturz war, habe ich noch geguckt, so nochmal alles mitgenommen. Es hätte auch voll in die Hose gehen können jetzt. Aber geil. Oh fuck, hier, das wäre so peinlich, wenn wir jetzt gegen den Baum fahren würden und sterben. Beide gleichzeitig so. Ja. Oh, links ist eine Base. Das ist eine gute Base, keine Sniper-Punkt. Ja. Steht da ein Auto davor? Oh, das Tor ist sogar offen. What? Aber lass dich nicht drauf ein. Nee. Mucka steht schon vorm Tor, geht rein. Überleg schon, dir das Gold zu geben. 500 Meter noch, wie weit hast du's? Ich auch 500 Meter, vor uns raucht irgendwas. Ja, das sehe ich auch. Da fährt ein Auto. Wo? Ich höre irgendwo ein Oral. Okay, rechts steht ein. Ach, der eine Botnik steht da noch. Ja. Der auch ein Ural. Ich sehe schon die Safe Zone. Da kommt der Ural, MTV, er verfickt, scheiß direkt auf mich zu. Echt? Ja. Okay, der ist aber in der Safe Zone, der ist in der Safe Zone. Ich fahre einfach durch jetzt. Ich muss ein guter Sniper sein, um mich jetzt zu erwischen. Der kann von da aus gar nicht schießen. Okay, ich bin in der Safe Zone. Okay, ich auch. Oh Gott. Geil. Stop mal das on. Ja. Sehr schön. Puh, ja, wir haben es geschafft. Eieiei. Okay. Ja, wir haben 1000 Gold sicher. Ja, wir machen das genauso. Wir werden jetzt keinen Safe kaufen, sondern wir loggen uns jetzt hier aus. Das war's mit der Folge. Und nächstes Mal haben wir gut Gold, um richtig loszulegen. Jo. Kann uns auch keiner wegnehmen, weil wir haben es ja im Inventar. Es sei denn, der Server wird gewiped. Ich hoffe es einfach mal nicht, aber ich denke es nicht. Ja, von daher, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch so gefallen hat. Und schaut doch mal bei Mucka vorbei. Der lädt, glaube ich, auch seine Version davon hoch. Genau. Danke fürs Mitspielen. Jo, und danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, ciao. Was ein Erfolg. Sowas hat man gerne in DayZ. Und ja, wenn ihr mehr von Overpoch sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Mod, beziehungsweise es ist ja eine Zusammenstellung von zwei Mods und ich finde es wirklich gelungen. Wie gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Like freuen. Ansonsten würde ich sagen, haut rein.